Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal Bärbel Schäfer. Heute möchte ich mit euch ein One-Brand-Tutorial quasi zeigen. Aber nicht im Sinne von wegen, dass ich euch zeigen möchte, wie ich diesen Look geschminkt habe, was natürlich total übertrieben ist mit dem ganzen Highlighter, den ich im Gesicht habe, sondern eigentlich im Sinne von First Impressions. Ich habe ganz verschiedene Produkte von Catrice, vor allen Dingen, also wirklich von Foundation bis hin zu 3, 4 verschiedenen Highlightern in Pebbles-Form, in Puderform, in Gelform, in Stiftform, wie auch immer. Und ich möchte gerne mit euch probieren, wie ist der erste Eindruck, wie fühlt sich das an, welche Produkte haben einen sehr guten Eindruck, welche Produkte haben einen weniger guten Eindruck hinterlassen. Und wenn ihr neugierig seid, dann bleibt dran. Hallo ihr Süßen, ich habe schon mal ohne euch angefangen. War keine Absicht, weil ich mal wieder vergessen hatte, mein Mikrofon anzustellen und ich euch das Lippenlesen dann doch nicht zumuten wollte. Zwischenzeitlich, weil ich meine Speicherkarte voll war, habe ich dann auch mal meine Haare geföhnt und ich entschuldige mich für meine desolaten Fingernägel. Ich habe die gestern Abend schön lackiert mit einem P2, so diese schönen dunklen Farben, habe aber vorhin 3 Kindern die Haare gewaschen und geduscht und das hält ein Nagellack ohne Überlack und des Weiteren nicht. Fangen wir mal an. Ich habe schon mal, wie gesagt, das Catrice Nude Illusion Make-up aufgetragen in der Farbe 02. Ich habe das gemacht mit einem Beauty Blender. Ich mache das immer so, dass ich das hier so mit der breiten Seite oder mit der runden großen Seite auftrage. Ich habe das in 2 Schichten aufgetragen. In der ersten Schicht ist es eine leichte Deckkraft, in der zweiten Schicht, also das letzte Schichten, ist es aber maximal eine mittlere Deckkraft. Und dann gehe ich nochmal hier immer so mit der länglichen Seite über das Gesicht, einfach um überschüssiges Produkt abzunehmen und um nochmal die Foundation schön in die Haut einzuarbeiten. Wie gesagt, maximale mittlere Deckkraft, hat aber einen sehr schönen Sheen, sehr schönen Glow. Von da gesehen sehr schön, aber wenn man ein bisschen näher guckt, also das heißt hier diese großen Poren und hier so diese Fältchen, die sehen sehr groß aus. Ich habe jetzt extra keinen Primer darunter verwendet, weil es ja so ein erster Eindruck sein sollte. Von da gesehen, im Nahen finde ich es nicht ganz so toll, weil es zum Beispiel diese Härchen hier, die Gesichtshärchen doch sehr betont und auch hier die großen Poren, also diese Sachen gefallen mir in der Nahaufnahme nicht so gut für reife Haut. Von da gesehen muss man mal gucken, also wie das dann später mit Primer trägt und mit Puder und wie auch immer. Das muss man einfach mal beobachten. Das ist jetzt so mein erster Eindruck. So, dann gebe ich mir hier von Catrice, ich nehme alles von Catrice jetzt, hier so einen Lippenbalsam. Das ist ein sehr, sehr weicher Stift. Deswegen ist es auch so ein bisschen abgebrochen. Aber von der Pflegewirkung finde ich den richtig, richtig toll. Das finde ich ein super Produkt und den liebe ich heiß und innig. Der war leider irgendwie auch so eine Limited Edition, aber sehr, sehr schön. Wie gesagt, diesen Primer von Catrice habe ich jetzt nicht verwendet, extra um halt die Foundation ein bisschen besser beurteilen zu können. Aber werden wir sicherlich im Laufe der Zeit nochmal dazukommen. Dann habe ich so meine etwas heiklen Stellen noch mit der Camouflage abgedeckt. Die nehme ich eigentlich sehr gerne. Das ist die ganz normale Cover. Es gibt ja verschiedene Farben mittlerweile von Catrice, also mehr so Pfirsichfarben oder Grün oder wie auch immer. Und das ist die ganz normale, die ich immer nur so für spezielle Spots verwende. Dann verwende ich meistens diesen runden Brush von Sueva, gebe mir so ein bisschen Produkt und arbeite das in die Haut ein. So, das mal hier soweit zum Thema. Was ich dann verwenden wollte, ist der... Da ist er, der Rocker, ne? Camouflage, Liquid Camouflage, High Coverage Concealer. Ich habe die Farbe hier 020 Light Beige und das werde ich hier mit diesem kleinen Make-up-Schwämmchen von P2 oder von Rossmann, ich glaube, die sind von Rossmann, werde ich das einarbeiten und ihr seht, also er hat schon ordentlich Feuchtigkeit aufgenommen, ich habe den feucht gemacht. Und dann ist er sehr viel weicher, da ist er natürlich sehr, sehr fest, aber hier ist er schon sehr viel weicher.
aber keine Konsistenzvergleich mit dem Beauty Blender. Der ist natürlich sehr, das sieht man ja auch, sehr grobkörnig oder sehr grob porig. Von da gesehen viel Luft drin und sehr fluffig. Das ist ein sehr, sehr dichtes Gewebe, sehr fein porig, aber halt eben auch dadurch ein bisschen steifer oder ein bisschen dichter. Aber nichtsdestotrotz, den möchte ich mal verwenden. Und ich gebe mir generell die Camouflage oder Concealer immer etwas weiter unten auf und arbeite es dann so ein bisschen nach oben, einfach weil ich nicht unbedingt die Falten so extrem betonen möchte. Das ist einfach nicht so schön. Und von da gesehen, auch hier fangen dann so von der Mimik fangen dann hier so die Fältchen an. Das sind Sachen auch hier oben, da habe ich zum Beispiel hier so diese Zornesfalten, ne? Und nicht, dass ich immer so böse gucken würde, aber es ist halt so, wer viel Mimik im Gesicht hat, der kriegt auch irgendwann Falten. Die Elastizität des Bindegewebes fängt irgendwann an nachzulassen. Das ist halt in der Sache der Natur. Also von da gesehen, was immer so bei den Jugendlichen gesehen wird, zack, zack, zack und die Nase runter und dann hier oben und bla, bla, bla. Meine Nase ist eh schon so lang. Wenn ich die dann noch betone, dass ich sage von denen, ey, ich habe mal meine tolle lange Nase, das muss man ein bisschen sehen. Also jeder muss für sein Gesicht eben herausfinden, was er gerne betonen möchte und was er nicht gerne betonen möchte. Und wie gesagt, arbeite ich das mal hier ein, bevor das hier irgendwie alles eintrocknet. Sollte man nicht immer eins zu eins alles nachmachen, das ist so meine Devise, sondern einfach für sich herausfinden, was gut ist und was weniger gut ist. Ah, er kriecht in die Fältchen. Also ich habe noch keinen Concealer gefunden, der das nicht macht. Und deswegen bin ich auch nicht so Freund des Bacons. Ich habe das auch schon öfters ausprobiert. Und wenn es hier so in die Fältchen reinkriecht und dass ich das Ganze bake und dann so fixiere, dann habe ich da eine kleine Kraterlandschaft. Das sieht aus wie so die Rocky Mountains für Flöhe. Ne? Will ich das? Nein, möchte ich nicht unbedingt. Aber nichtsdestotrotz muss ich das ein bisschen setten, weil ansonsten rutscht mir das Ganze im Gesicht rum. Und dann nehme ich dieses Catrice Multicolor Compact Powder. Rose Beige. Ich weiß nicht, ob es da verschiedene Farben gibt. Das war auch so eine LE. Sieht so aus. Sehr schönes Powder. Gefällt mir sehr gut. Und dann nehme ich einfach den fluffige Pinsel. Und das gebe ich eigentlich so um die T-Zone herum. So. Bevor ich jetzt dann weitermache, möchte ich mal hier diesen Liquid Highlighter ausprobieren. Wir haben ja verschiedene. Wir haben ja hier Puderprodukte und wir haben hier diese Pebbles und dann hier dieses Liquid Face Glow Highlighter. Und vom Packaging her finde ich das sehr schön. Aber wenn ihr euch das mal anschaut und guckt das, dann seht ihr, dass dieser kleine Applikator bis maximal zur Hälfte im Produkt ist. Wie man dann später die restlich, also den ganzen Rest hier unten irgendwie rauskriegen soll, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Ich gebe das jetzt mal hier auf, bevor ich hier Puder auftrage. Mal gucken. Lässt sich gut verteilen. Machen wir hier die andere Seite auch noch. Übrigens, die Foundation würde ich auf alle Fälle mit einem Puder fixieren oder setten. Einfach weil sie so ein bisschen tacky ist. Sie ist ein bisschen ganz, ganz, ganz minimal leicht klebrig. Also das heißt, sie hat sich zwar gesetzt oder mit der Haut verschmolzen, aber sie ist ein bisschen tacky. Von da gesehen würde ich die auf alle Fälle auch eben abpudern. So. Ich
Ich wollte es jetzt extra mal mit dem Finger probieren, wie sich das verteilen lässt. Aber es setzt sich sehr schnell. Also es wird sehr schnell trocken. Das heißt, man muss dann schon schneller arbeiten. Aber so vom Glow her finde ich das ein sehr schönes Produkt. Wie gesagt, von dem Packaging weiß ich nicht, wie lange man daran Freude hat. So, dann bevor alles den Bach runtergeht, nehme ich hier nochmal für das Gesicht, und zwar von Catrice das Mattifying Loose Powder. Das gefällt mir sehr, sehr gut vom Packaging her, weil es hat hier so ein Sieb. Und vielleicht könnt ihr das sehen, also ganz leicht, so einen ganz, ganz sehr feinmaschigen Sieb. Und damit kann man dann sehr gut mit dem Pinsel hier rein und Produkt aufnehmen. Und es ist genau richtig. Finde ich super. Also das gefällt mir richtig gut. Eben weil es durchdacht ist. Klebrige Gefühl weg. Okay. Also das finde ich ein schönes Puder. Gefällt mir gut, verändert auch nicht so die Farbe. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass es dass immer noch dieser schöne Sheen noch da ist, obwohl es abmattiert ist. Das finde ich eigentlich sehr hübsch. Um bei Catrice natürlich zu bleiben, habe ich diesen Bronzer mir geholt. Und zwar ist das die Farbe 03 Medium Bronze. Und den finde ich eigentlich ganz toll. Der gefällt mir gut. Den habe ich auch schon öfters benutzt, wie ihr seht. Grundsätzlich mache ich es immer so, dass ich Bronzing Powder und Blushes mit so Stippling Brushes auftrage. Einfach weil die sehr viel leichter gebunden sind und dass man dann eben nicht so wahnsinnig viel Farbe auf dem Gesicht hat, weil ich möchte weder irgendwie dunkle Balken haben, noch dass es zu viel Produkt aufträgt. Und von da gesehen nehme ich am liebsten diese Art von Bürstchen oder Bürstchen? Pinsel. Pinsel war das Wort. Pinsel. Ich finde ihn von der Farbe her sehr schön. Also es ist ein Produkt, das ich sehr gerne nehme. So, dann haben wir das. Und für Contour habe ich auch was von Catrice. Und zwar ist das hier so eine Contour-Palette. Das war auch mal eine Limited Edition. Und zwar ist das die Nummer 02 Almond Architect. Almond Architect, super, ne? Eine Mandel, die ein Haus baut. Und zwar gibt es hier so eine Contour-Farbe, eine Cheek-Farbe und eine Highlighter-Farbe. Wir nehmen jetzt mal nur den Contour. Und so ein zu Eva Pinselchen. Schon sieht man 2 Kilo leichter aus. Schön, nicht wahr? Also ich liebe Konturpuder. Ich finde es einfach toll. So, da haben wir jetzt nur das Konturpuder genommen, weil wir haben ja hier noch einen Blush. Und zwar ist es dieses Shading Palette, das ist dieses Blush, was eben auch jetzt rausgeht aus dem normalen Programm. Und zwar in der Farbe 10 Bronze Eclat. So in einem Meter Abstand kann ich es dann sehen. Bronze Eclat sind eben so ein braunes, dann hier dieses Blush und ein sehr helles nochmal. Ich swatch euch den nochmal von Namen, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Das hier ist sehr, also ein Goldschimmer. Das kann ich mir eben sehr schön vorstellen im Sommer. Und das hier hat natürlich einen starken Rotanteil. Also dieses Rouge ist dann für als Contour-Powder nicht zu verwenden, eigentlich weil es ein
weil es nicht aschig genug ist, und für Bronzer ist er auch nicht zu verwenden, weil er einfach viel zu rotstichig ist. Ne? Also das heißt tatsächlich wirklich nur als Blush zu verwenden. Ich habe hier noch den anderen, nehme ich mal irgendwie als Blush hier, diesen anderen Pinsel. Ich nehme mal hier so ein bisschen von beiden. Staubt auch ganz schön, seht ihr das? Nur ermutigen, macht einfach, was euch gefällt. Also das heißt, wenn die eine Farbe nicht passt und die andere irgendwie zu glowy ist, dann mischt die Farben oder tragt ein Blush auf und dann noch einen Topper oben drauf, um noch ein bisschen Glow zu verleihen oder was auch immer. Ich meine, das sind, haltet euch nicht an Regeln. Macht nicht immer eins zu eins das nach, was die anderen vormachen. Nehmt es immer nur als Anregung, um das Beste für euch und für euer Gesicht und eure Haut und euren Teil eben rauszukriegen. Und weil ihr müsst euch wohlfühlen und nicht einfach irgendwie eins zu eins nachmachen. Also von da gesehen, ich finde solche Trios grundsätzlich immer sehr schön, weil ich einfach, einfach Variationsmöglichkeiten habe. Und ich finde es immer sehr praktisch, wenn man einfach mal am Wochenende irgendwo hinfährt oder in Urlaub fährt und so weiter. Ne? Und ich bin ja auch so ein Freund, oder wie gesagt, wenn ich auf Geschäftsreise gehe, was selten genug vorkommt, aber oder irgendwo in Urlaub gehe, ist es tatsächlich so, wenn der Koffer mal wegkommt oder wenn du deine Sachen irgendwo ins Hotelzimmer legst und es kommt tatsächlich mal was weg, wem will ich denn das beweisen? Ne? Und wenn Chanel-Puder weg ist mit 45 Euro, dann tut mir das richtig weh. Wenn so ein Dingens da für 2,20 Euro im Ausverkauf halt weg ist, dann ist das keine Tragik. Ne? Kleiner Tipp. So nun gut, also ich finde die Farbe sehr schön und der Glow ist auch sehr schön. Ich bin eher ja einen warmen Hautton, also von da gesehen liebe ich auch irgendwie Goldglanz. So sehr helle oder sehr eisige Farben, das ist nicht so meins. Da kriege ich auch schon gleich Gänsehaut. So, wir haben aber hier noch was, das wollte ich ja auch mal ausprobieren. Und zwar ist das dieser Strobing Gel Highlighter. Das ist ja so ein Pöttchen. Nicht ganz voll. Das hat wirklich eine sehr musige Art von Textur. Und als Gel ist es ja auf Wasserbasis. So auf der Hand lässt es sich ganz gut verteilen, aber ich nehme das einfach mal auch mit so einer kleinen Stippling Brush und hau mir das mal drauf hier. Yes, it is very bright, very bright. Also, seht ihr das? Dong, dong, wow. Ich lasse die Seite mal für den Highlighter, für den Puder-Highlighter, dass wir nicht irgendwie alles übereinander machen. Aber das ist schon, hat schon einen krassen Glow. Man muss aber aufpassen, wenn man es nach vorne hält, dann irgendwann kommt der Glibber raus. Also das ist schon, hat schon ordentliche Glow-Kraft dahinter. So, und dann tun wir auf der Seite mal hier die Pebbles auftragen. So, wie machen wir das jetzt vom Pinsel her? Dann nehmen wir einfach mal so einen Ebelin-Pinsel. Der hat ja auch relativ, der ist auch relativ fluffig. Und einfach mal hier über die stauben ganz ordentlich. Hallo? Hallo Glow, wo bist du? Das ist ein sehr dezentes Unterfangen hier. Man kann es ein bisschen aufbauen. Ja, so allmählich kommt was. Jo. Ne? Ist aber auch nicht schlecht. Also wenn jemand eher
auf ein etwas dezenteren Glow finde ich das eigentlich nicht schlecht, weil man das schön zum Beispiel auch mit so einem Pinsel wunderbar übers Rouge drüber gehen kann. Oder halt, wie gesagt, man kann es ja auch langsam aufbauen. Man muss ja nicht immer gleich so irgendwie so Wumm ins Gesicht haben, sondern für den Alltag finde ich das auch gar nicht schlecht, wenn es ein bisschen dezenter ist. Und ich kann es, wie gesagt, auch schichten und aufbauen. Und deswegen ist es auch nicht schlecht. Also ich denke, man muss einfach nur für sich herausfinden, was möchte ich eigentlich haben. Ne? Also deswegen sind beide Sachen sehr unterschiedlich und ergänzen sich. Wie gesagt, das hat ja natürlich so ein bisschen mehr einen pearlfarbigen oder irgendwie etwas rosafarbigen Glow. Und das hier ist also wirklich pures Gold. Wunderschön. Also für verschiedene Zwecke einfach verschiedene Mittel. So, und da haben wir jetzt noch die beiden Babys. Das eine ist ja auch Gold und das andere eher so eine kühlere Farbe, das Luminous Lights, und das ist Golden Glow. Also mache ich den da noch drauf und den da noch drauf. Dann haben wir es. Zumindest was den Glow anbelangt. Da nehme ich jetzt auch das Pinselchen hier, weil es ist schon wieder trocken. Gucken, ob wir das Ganze noch mal ein bisschen toppen können. Also. Heute habe ich eine glänzende Rolle. So, dann schauen wir nochmal auf der anderen Seite. Dann nehmen wir, wie gesagt, das auch wieder das Pinselchen hier. Und? Also ich denke schon, dass sich das noch ein bisschen intensiviert, oder? Ja. Also das ist, wie gesagt, etwas für kühlere und das ist etwas für wärmere Hauttöne. Auch schön. Also, mit den ganzen Highlightern kann man schon was anfangen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Dann wollten wir ja noch eine lustige Geschichte machen, und zwar, was ist denn, ja genau, der Minnie-Maus-Massagestab, Brows, Shape and Fill. Seht ihr das? Das sind hier so diese kleinen Noppen dran. Jetzt schauen wir mal. Hallo. Ah, jetzt. Da ist ein kleines Würstchen rausgekommen, seht ihr? Der Massagestab hat Kaka gemacht. Oh Gott. Jesus, Maria und Josef. Oh mein Gott. Wie, bitteschön, soll man so ein Riesending dosieren? Ja, das sieht doch ganz toll aus. Also, wenn man so für den nächsten Theo Weigel-Wettbewerb gerne mal die Frauenrolle von Theo Weigel übernehmen möchte, dann ist man dem Ganzen doch schon sehr nah. Also das sieht ja echt scheiße aus, oder? Also hallo? Oh Gott, ehrlich? Das ist wirklich, wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Moment, habe ich noch so einen anderen Pinsel? Das ist ein bisschen... I would say this is a fail. Also ich würde es dann doch lieber als Fingermassagestab weiterhin verwenden. Oder ihr presst euch das Produkt ein bisschen raus, macht es euch auf den Handrücken und verwendet ein Pinselchen oder irgendwas, weil damit kann man nichts verteilen. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wer das kann, ob das irgendjemand, der dieses Packaging erfunden hat, was ja prinzipiell eine gute Idee ist. Aber dafür muss es halt einfach viel, viel kleiner sein und viel präziser und... mit so einem riesen Ding, weiß ich nicht, da kann man sich die Haare färben, aber nicht irgendwie die Augenbrauen nachziehen. Würde ich jetzt mal sagen, no. This is not my favorite. So, jetzt mal zu den Augen. Da verwenden wir erstmal von der Catrice hier Prime und Fine Augenprimer.
Ich habe den schon mal gehabt und ich finde ihn eigentlich sehr gut. Er lässt sich schön leicht verteilen, lässt sich gut auftragen, ist sehr viel in dem Päckchen drin. Und wie gesagt, es gibt es in zwei verschiedenen Formen. Entweder dieser etwas natürliche, auf der natürlichen Farbe oder Hautfarbe basierend und dann noch einen weißen. Den habe ich noch nicht ausprobiert, der ist relativ neu, einfach um dann die Farbe noch zu intensivieren, wenn man halt eben einen stärkeren ja, Farbintensität braucht. Da ist schon eine Farbe kaputt gegangen. Also es sind sehr helle Farben. Es sind auch sehr, sagen wir mal, sehr pastellige Farben und liegen alle in einer Farbfamilie. Also von da gesehen ist es etwas schwierig. Ich werde mal hier mit diesen Farben so in der Reihenfolge anfangen und dann schauen wir einfach, wie weit wir kommen oder wie das Ganze aussieht. Der Punkt ist, dass alle Farben so glänzend sind, dass es natürlich schwierig ist, da einen kompletten Look zu schminken. So, jetzt nehmen wir mal so einen Pinsel, Brush. Die Farben sind auch sehr pudrig. Also wenn man da so reingeht, sind sie sehr pudrig. Mir kommt extrem viel Fallout. Für solche Lidschattenfarben empfehle ich solche etwas dichteren Pinsel. Einfach weil man da die Farbe doch ein bisschen präziser auftragen kann. Weil wenn ihr da so einen fluffigen Pinsel nehmt, so einen, und wollt dann damit irgendwie eine Creasefarbe auftragen und dann verwischt euch das überall. Also ihr kriegt dann einfach keine klare Linie rein. Bei solchen Farben immer festgebundener Pinsel nehmen. Dadurch, dass die Farben alle so ähnlich sind und so stark schimmernd sind, ist es natürlich schwierig, eine Differenzierung reinzubringen. Deswegen lasse ich das auch. Und so. Und dann, was eben auch zur LE gehört, ist dieser kleine Stift hier. Und zwar ist das ein Matte Powder Liner. Und das Konzept finde ich großartig. Das ist hier so ein Schaumstoffapplikator und es ist Puder. Und das ist ein graues Puder. Und in den normalen gibt es hier so ein schwarzes Puder. Und das ist richtig toll. Das machen wir jetzt mal. Also es lässt sich super leicht auftragen. Und es passt natürlich sehr zu diesen pastelligen, hellen Farben. Also finde ich toll. Das gefällt mir richtig gut. Nehmen wir noch ein bisschen von diesem schwarzen Puder. Ein ganz kleines bisschen. Also der geht sehr viel leichter raus. Und ihr seht, der Stift ist auch ein bisschen kürzer. Kann man natürlich sehr schöne, weiche Übergänge zeichnen. Gefällt mir sehr gut. So, dann habe ich hier noch eine Mascara. Und zwar heißt die Luxury Lashes. Schwieriges Wort, huh? Double L. Dramatic Volume. Bei etwas teureren Mascaras ist das häufig der Fall, dass ihr halt eben so einen internen Abstreifer habt. Also das heißt, da kommt dann irgendwie immer die genaue Menge an Produkt raus und halt nicht so 50 Kilo, dass das ganze Produkt hier am Bürstchen klebt. Dramatisches Volumen. Naja, Mascara. Ja, ist okay. Also sie tuscht schwarz. Müssen wir mal gucken, wie die sich verhält, ob die, also mir ist es dann wirklich schon lieber, wenn die so ein bisschen leerer ist, wenn ich ihn öfters verwendet habe, weil man dann wahrscheinlich sehr viel besser mit dem Produkt klarkommt, dass man nicht ständig immer irgendwie den Überschuss abstreifen muss, was ein bisschen nervig ist. Und muss mal gucken, wie die abfärbt. Jetzt, wo die Augen gemacht sind, sehen auch diese schlimmen Augenbrauen nicht mehr ganz so schlimm aus, aber es wird sicherlich, wird dieses Ding nicht mein Lieblingsprodukt werden. So, was haben wir denn noch an Schätzchen?
Wir haben hier noch. Und zwar hier Smoky Eyes Velvet. Fehlen noch die Lippen. Da habe ich mir ja zwei gekauft hier. Einmal so ein pinkfarben und eher so einen bräunlichen. Wow. Also der ist ja wie Butter. Ihr seht, es ist eine wunderschöne Farbe. Finde ich ganz, ganz toll. Super schön. Und hat einen sehr, sehr schönen Glow. Also man braucht überhaupt keinen Gloss obendrauf. Wunderschön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Müsst ihr allerdings aufpassen, wenn solche Lippenstifte sind, die so wahnsinnig leicht zum Auftragen sind, die einen hohen Sheen-Faktor haben und die also wie reine Butter oder sich auftragen lassen, dann haben die natürlich häufig so Fette, die auch schnell ranzig werden. Ne? Also das heißt, je trockener, desto weniger Öle und Fette sind da drin und deswegen länger ist auch die Haltbarkeit. Und bei solchen Lippenprodukten, da müsst ihr echt aufpassen, weil die sehr, sehr schnell ranzig werden. Ne? Also da nur so als kleiner Hinweis. Aber die Farbe ist ein Traum, finde ich super, super schön. Das ist die Farbe 150. Also wenn ihr die noch bekommt, würde ich euch echt empfehlen. Er sieht heller aus als hier im Stick selber. Hängt natürlich immer so ein bisschen auch von eurem Lippenrot selber ab, wie das Ganze aufträgt. Aber das sieht eine wunderschöne, movige Farbe. Ganz tolle Alltagsfarbe. Wunderschönen Sheen. Also, boah, super. So, ihr Süßen, jetzt habe ich euch aber viel gezeigt. Also es waren ganz viele Produkte von Catrice, die wir heute zusammen aufgetragen haben als ersten Eindruck und wie die ganzen performen. So ein bisschen vielleicht jetzt als Resümee. Von der Foundation, die hier. Die Foundation finde ich nicht schlecht, weil sie sich leicht auftragen lässt. Man kann sie schichten, allerdings maximal bis zum mittlere Deckkraft. Sie hat einen schönen natürlichen Glow. Allerdings muss man es erstmal probieren, wie sie sich aufträgt, wenn ich einen Primer darunter verwende, weil die Fältchen und die großen Poren wurden doch schon stärker akzentuiert. Also das heißt, das muss man erstmal ausprobieren. Das heißt, ob die sich jetzt wirklich für reife Haut geeignet, ob die tatsächlich für reife Haut geeignet ist, lässt sich so vom ersten Auftragen nicht komplett bestätigen. Also die muss man schon noch ein bisschen mehr testen. Puder. Das ist nicht schlecht, ist aber so ein gängiges Puder hier. Das finde ich sehr schön, einfach vom Packaging, weil es diesen schönen Siebeinsatz hat, lässt sich sehr leicht ohne viel Dreck auftragen. Also wirklich eine ganz tolle Geschichte, gefällt mir sehr gut und ist mattiert. Also von da gesehen, Puder für 3 Euro kann man nichts verkehrt machen, kann ich empfehlen. Dann, wenn wir bei den Gesichtsprodukten bleiben, das hier ist so ein kleines Trio, was ich sehr praktisch finde. Das ist also eine Konturfarbe, die eben so ein bisschen dunkler oder kühler ist. Dann eine schöne Blushfarbe und ein Highlighter. Und hier zusammen mit so einem Blush-Trio könnt ihr die Farben munter verwenden, wie es euch passt. Wie die Dauer der Haltbarkeit ist oder wie lange sich das trägt und ob es sich verflüssigt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Sicherlich kann man da mit einem Fixierungsspray hinterher noch einiges tun. Sowas ist ganz praktisch für einen Urlaub, kann man ganz gut empfehlen. Wobei, wie gesagt, die Farben natürlich ein bisschen schwierig sind, weil es schon ein dunkles Braun ist oder ein rötliches Braun, da einen sehr, sehr starken Glow hat. Also alleine sieht man die Farbe kaum, man sieht fast nur so einen Goldschimmer. Und die Farbe habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Also wenn man jetzt ein richtig schönes Blush sucht, da gibt es sicherlich bessere Alternativen, muss man ganz klar sagen. In verschiedenen Highlighter-Produkten gab es hier einige, die wir getestet haben. Zum einen der hier, der hat und der hier, die haben also wirklich einen ganz starken Glow. Wenn ich jetzt zwischen den beiden wählen müsste, würde ich eher dieses Pötchen hier verwenden. Einfach weil es, sagen wir mal,
besser benutzbar ist oder wahrscheinlich auch länger benutzbar ist. Dieser Stift hier, wie gesagt, ist natürlich ein bisschen schwierig hier, wie lange sich das Produkt tatsächlich auftragen lässt oder verwenden lässt. Hier ist es auf einer Gelbasis, muss man dann auch so ein bisschen gucken, ob es zu der eigenen Hauttextur passt, wie sich das auftragen lässt, hat aber einen sehr schönen Glow. Diese Pebbles hier sind sehr zurückhaltend vom Glow, lässt sich aber aufbauen und eher auf der kühleren Seite. Also von da gesehen ist das die wärmere Seite und das eher die kühlere Seite. Und genauso hier diese beiden Puderprodukte, eines mehr für eine wärmere Farbe, eins mehr für einen kühleren Unterton, geben aber auch ganz gut Farbe ab und sind so, ja, ich würde sagen, so standardmäßig nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut. Dann, was ich richtig klasse finde und grandios und auch innovativ von der Idee her, sind diese Puder-Lidstriche. Die sind einfach richtig toll, weil sowas habe ich in der Drogerie auch noch gar nicht gesehen. Finde ich extremst schlau. Also das Konzept finde ich super. Es lässt sich super leicht auftragen. Man kann es schön verblenden. Es sieht nicht so hart aus, nicht so harsch. Die ist für dieses Eyeshadow, für diese Leichtigkeit des Eyeshadows eine ganz tolle Sache. Und ich denke auch für reifere Haut sehr viel besser geeignet, einfach weil ein starker schwarzer Lidstrich doch sehr hart wirken kann und eher mal, sagen wir mal, Sachen betont, die vielleicht nicht so betont werden sollen. Und von da gesehen finde ich die richtig, richtig gut. Also wenn ihr die findet noch in der Drogerie, kauft euch die. Diese kleine Palette ist auch nicht schlecht, aber die meisten Töne sind schimmernd. Das sollte man wissen. Und die Farben sind sehr, sehr ähnlich. Die liegen alle nah beieinander. Also würde ich diese wirklich nur für einen Mono-Eyeshadow-Look oder maximal zwei Eyeshadows hier verwenden. Mehr nicht, einfach weil die Differenzierung so schwach ist und die Farben so pudrig sind, dass die sehr stark ineinander laufen. Und dadurch halt eben, dass man keine sagen wir mal, starke Differenzierung hinbekommt. Also da würde ich auf alle Fälle empfehlen, also wenn man was Leichtes tragen möchte, eben zusammen mit diesem grauen Puderpinsel, dann wirklich nur eine Farbe und vielleicht dann noch mit einem anderen Lidschatten, also mit einem matten, dunklen Lidschatten so ein bisschen akzentuieren oder halt Tiefe geben. Da ist sicherlich die nicht so geeignet, dass man jetzt also einen kompletten Look machen kann. Aber von den Farben her mal was anderes. Eigentlich sehr hübsch. So fürs Frühjahr finde ich die eigentlich gar nicht schlecht. So, das war es eigentlich mal so. Wie gesagt, ich danke euch sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Vielleicht war das ein oder andere für euch dabei oder auch ein Hinweis, dass es hilfreich für euch war, einen Kaufentscheid zu treffen. Bleibt gesund. Bis bald. Danke. Tschüss. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf dem Wahr-Erlebnis-Spiel.